unter den strengen Augen von Feuerwehrmann Sam. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik mit einem Bautagebuch Tag 1 mit einem Klassiker. Beziehungsweise wir machen einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2017. 4.867 Teile haben damals 300 Euro gekostet. Dafür kriegt man jetzt, wenn es in die Ninjago-Gärten geht, sogar einige hundert mehr an Teilen. Und mein Sohn ist schon sehr begeistert davon, dass wir jetzt endlich nach 3 Jahren Verzögerung das gute Teil hier, das wir erstmal noch entstauben mussten, tatsächlich bauen können. Unser Beitrag zu 10 Jahren Ninjago, dass wir also das hier erst bauen und dann hoffen, dass die Gärten schnell bei uns eintreffen, wenn wir sie denn rechtzeitig noch bestellt bekommen. Das sind so die Fragen. Hallo, mein Sohn. Jetzt wäre der Punkt, wo du Hallo sagen darfst. Hallo. Was sagst du denn so Hallo? Da sagt man doch fröhlich Hallo. 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 Freust du dich, dass wir das hier bauen? Hans. Mhm. Interessant. Gut zu wissen. Ja, den Rest. Ich bin von 4. Und im Herbst eröffne ich mit dem Papst in Bielefeld eine Herrenboutique. Genau. Und meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Reiten. Ja, siehst du, da zieht bei der Jugend einfach nicht mehr. So, wir wollen aber bauen. Ninjago Movie, das war damals der Anlass. Damals, das klingt so alt, sind ja gerade mal 3 Jahre her, dass man Ninjago City nämlich in seinem so großen Set rausgebracht hat. Mit Papa, vielen, vielen schönen Sachen. Mal was sagen? Natürlich, du darfst mir alles sagen. Papa, ein Lied war nur Movie. Bitte was? Movie. Movie. Was mit dem Lied? Das mag ich nur mit albernen Sachen singen. Ja, nee, dann müssen wir jetzt auch nicht singen. Ich wollte nur erzählen, es gab ja dann auch ein Jahr später, glaube ich, die Dogs. Dann gab es ein bisschen Zeit, wo nichts passierte. Und jetzt kommen ja die Gärten. Und das ist ja dann nochmal ein eigenes Thema. So, wir haben eine ganze Menge Minifiguren. Wen erkennen wir da? Das sind Penny, Elvis und Arnold. Lloyds Mutter und Jay. Ja, süße. Pada und die anderen lernen wir gleich noch alle kennen. So, riesiger Karton. Hilfst mir beim Umdrehen. Oh, Gottes Willen ist das Ding schwer hier. Achtung, ich lass fallen. Mit einer Hand ist das schwer. Wir sehen, was wir bauen können. Mehrere Stockwerke, sozusagen das Modular Building unter den Ninjago-Sets. Und wir haben sogar so einen kleinen Roboter. Du hast schon entdeckt, da soll es einen Aufzug geben. All das werden wir jetzt gleich bauen. Dazu müssen wir aber erstmal diesen Karton auch öffnen. Hier ist der Aufgang. Ja, da ist der Aufgang, nicht? Da ist der Aufzug. Genau, das werden wir gleich mal ausprobieren. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein handelsübliches Messer greifen. Und werden mal auspacken. Leider das Set seit 2019 nicht mehr frei auf den Markt. Das heißt, die Gebrauchpreise sind ein bisschen hochgegangen. Mal sehen, ob die jetzt... nicht gleich den ganzen Karton. Nein. Oh Gott, das ist immer... Naja, ich wollte gerade sagen, der Fliegerverkaufswert ist hochgegangen. Aber nicht, wenn man den Karton eingerissen hat. Ach je. Na gut, Lego ist zum Bauen da und nichts als Wertanlage. So, warte mal. Wir machen das jetzt mal vorsichtig. Genau. So, bleib da bitte hinter weg. Nicht, dass du vom Karton erschlagen wirst. So, und wir haben drin Menge drin. So, lassen wir nochmal Licht rein. So, was sehen wir da? Tütennummer. Weißt du schon, welche Zahl das ist? 1 und 2. Und was ist das? Mach alles zusammen und es ist eine... Nicht die 1. Ja, gut. Wir haben noch ein paar Zusatzkartons, die wir hier gleich öffnen können. Da ist auch noch was drin. Und das gilt es und gleich zu bauen. In der 1 sind da drin ist eine Minifigur. Ja, ich glaube, das sind viele Minifiguren. So, wir werden mal auspacken und uns das Ganze dann gleich mal genauer angucken. Und wenn wir die erste Tüte gebaut haben, melden wir uns einfach mal wieder, oder? Okay. Kurzes Intermezzo, wir haben Tüte Nummer 1 entdeckt. Und die große Frage, wer ist das? Genau, man erkennt ihn an seinem Pflaster. Wir haben auch die Baseplate, die 32x32er hier schon mal. Und die Anleitungen... Natürlich. Wir sehen hier 3 dicke Bücher und eine Menge Aufkleber. Also, das ist ja fast Ferrari-Niveau. Allerdings hat der Ferrari weniger Teile. Also, und das schlechtere Image hat der Ferrari. Aber das sieht mir auch so ein paar Transparenzteile aus. Schauen wir mal, ne, wie das dann so aussieht. Wollen wir ran an Tüte 1? Ja. Und dann können wir aufmachen. Ja, kommt.
So, Tüte 1 und 2 sind fertig und das ist noch nicht mal alles, sondern wir haben auch hier so ein kleines Bötchen. Und was hat er da für einen Stab in der Hand? Du hast mir gerade eben schon recht zurechtgewiesen. Ein Speer. Und was macht er mit dem Speer? Damit hat er den Fisch bestimmt gefangen. Genau, den hat er da nämlich in der Hand. Und ja, ein kleines, schönes asiatisches Schiffchen. Die hier werden einfach da so reingeklickt und dann zusammengeklappt. Der obere fällt mir dabei immer ein bisschen ab, aber jetzt so, jetzt hält es auch. Hat er sogar so einen kleinen Sitz. Wie findest du das Schiff? Cool. Na, das hatte ich irgendwie erwartet. Und das hier ist die Grundplatte jetzt mit sehr, sehr viel Wasser. Und das, ja, da muss man nachher so ein bisschen gucken. Am Anfang denkt man auch, das baut sich ja von selbst. Und nachher habe ich da irgendwo mal so irgendeins falsch gelegt. Ich bin kein Tetris-Spieler, Schatz, du glaube ich. Ne? Für dich wäre das der Traum gewesen. Auch ohne Anleitung, die richtig zu setzen, sodass sie alle gepasst hätten. Aber... Nein, nach Anleitung hat es dann doch irgendwann geklappt. Hier ist noch irgendwas, was vermeintlich sich drehen lässt. Tut sie es aber nicht. Und wer ist die Minifigur hier? Kai. Richtig. Und was hat er an der Hand? Lecker. Ah. Croissant. Ein Croissant. Magst du Croissants? Ja, am allerliebsten. Na, super. Und was ist das denn hier? Hast du eine Ahnung, was dieses Braune hier vorne ist? Nein. Das ist, glaube ich, so ein Bambussteg. Also wird das Schiffchen hier, guck mal, da dann anlanden kann. Ja. Anlegen! Ja, ja, okay. Und Kai kann mit ihm reingehen. Ja, der kann dann damit schon mal mitfahren. Quasi, das Set ist fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar, etwas über 4000 Teile. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen in die Höhe gehen. Ne? Wie gefällt es dir bisher? Ich finde übrigens auch sowas hier schön. Darunter sind noch so transparent grünlich-gelbe Teile. Und wenn das Blau da drüber kommt, dann schimmert das so wie so Algen. Also als wenn das da so ein bisschen algig wäre. Das ist auch noch so ein paar anderen Stellen. Da sieht man es fast nicht. Aber... Hier ist die Jacke. Na, was macht er? Immer das Hauptsache das Croissant fällt nicht ins Wasser, ne? Oh, 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 nein, dann wird's nass. Schmeckt ein nasses Croissant? Nein, er macht das lieber hier hinten rein. Hm. Ja, kann er machen, ne? Genau, kann er hier auffächern und schon passt das Croissant da hinten auch rein. Siehst du auch den Motor, nicht? Da ist irgendwie so ein Antrieb hinten, ganz modern, nicht ganz klassisch. Aber wir sehen schon, das sieht ein bisschen aus wie Herr Schliemann hat irgendwas ausgegraben. Also so, aber da kommt ja noch ein bisschen was. Nicht? Wie findest du es, cool. Schatz? Und du? Mhm. Wird noch, ne? Wir arbeiten noch dran, aber es wird. So. Ja. Ich bin froh, dass ich das nicht bauen musste. Ha, da kommt noch was. Ja, du wirst noch begeistert sein. Tschüss.